Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Artenvideo und zwar Arten von Star Stable Spieler oder Spielerinnen. Und ja, viel Spaß! Ihr kennt bestimmt die eine Person, die sich fast immer Star Coins kauft. Und die damit auch sehr viele Pferde hat und sie kaum hinterherkommt, alle zu auszuleveln, immer die Pferde kauft, die neu reinkommen oder so. Die zweite Person ist die, die ihre Pferde alle ausgelevelt hat, die jeden Tag online kommt, um ihre Pferde zu leveln. Und ja, ihre ganzen Pferde auslevelt. Ich bin so ein Typ. Ich will alle meine Pferde ausgelevelt haben. Und meine Pferde sind auch alle ausgelevelt, weil ich lang kein neues Pferd mehr gekauft habe. Und ich sie irgendwie immer sehr schnell ausgelevelt habe. Keine Ahnung warum. Dann haben wir die Person, die immer Champis reitet. Die immer wartet oder online kommen, wenn Championate sind. Und dann halt Championate reitet. Ich persönlich reite nicht so oft Championate. Nur ab und zu, wenn ich halt mal Zeit und Lust drauf habe. Aber nicht so regelmäßig. Ich glaube, das sieht man auch an meinen Medaillen. Dann haben wir die Person, die immer online ist. Die jeden Tag online kommt und irgendwie den ganzen Tag in Star Stable ist und irgendwas zu tun hat, levelt, Rufquest oder keine Ahnung. Die nichts anderes gefühlt zu tun hat, wie andere normale Menschen. Und dann auch das Gegenteil von der Person, die fast nie online ist. Ja, viele Freunde hier, die irgendwie nie online kommen. Ich weiß auch nicht. Also ich komme schon regelmäßig online, weil ich mag Star Stable. Ich liebe Pferde und Star Stable ist einfach das perfekte Spiel für alle, die die Pferde einfach gerne haben. Die eine, die YouTube-Videos macht und ihr immer schaut, wann sie online kommt, sie immer fragt, ob sie ein Video gerade machen, ob ihr mitmachen könnt. Dass ihr ein bisschen berühmt werdet. Ich habe so eine Freundin bzw. einen Club und zwar Jessica Zebrafisch. Könnt gerne mal bei ihr vorbeischauen. Sie macht auf YouTube mega tolle Videos. Hilfe! Hey, wer war das? Und dann gibt es eine Person, die immer, wenn sie online kommt, Rollenspiele spielt. Zum Beispiel Wildpferd oder Reiterhof oder irgendwelche Rollenspiele spielt und beim Globalchat zum Beispiel guckt, welche Angebote es zurzeit gibt. Die, die immer AFK irgendwo rumsteht und nichts tut, außer AFK rumzustehen. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Ansehen. Und ja, ich habe hier noch einen kleinen Code sozusagen, einen kleinen, genau, Code oder keine Ahnung, wie man das sagt. Und zwar schreibt ihr
Hashtag Apfelmus in die Kommentare, wenn ihr das Video bis hierher angesehen habt. Und ich hoffe, ich werde ganz viele Apfelmuse in den Kommentaren finden. Ich kann kein Deutsch. So, dann vielen Dank fürs Ansehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Und ich hoffe, es wird ein Pferdekauf nächstes Mal, denn ich habe so viele Starcoins. Tschüss.